Am Anfang war die hawkische Wende der Fed. Seitdem haben wir ein neues Spiel gewissermaßen an den Märkten. Und diese hawkische Wende der Fed, die begann mit der neuen Nominierung von Jerome Powell durch US-Präsident Biden. Seitdem ist dieser Mann irgendwie wie ausgewechselt. Er hat offenkundig einen Auftrag. Dieser Auftrag heißt, bekämpfe mir die Inflation. Und dementsprechend sehen wir eine plötzlich völlig andere Agenda innerhalb der Fed, die eben auf diese extrem hohe Inflation reagieren muss. Was bedeutet das für die Märkte? Wir wollen uns mal in diesem Video ein bisschen die aktuelle Situation anschauen. Was ist da passiert? Was wird wichtig? Und welche Botschaften vermitteln uns die Charts? Botschaften ist vielleicht gleich das richtige Stichwort, denn hier hat Jerome Powell am Dienstag die Möglichkeit, uns Botschaften zu vermitteln in seinem Testimony zum Reappointment. Also er wird Aussagen vor dem US-Bankenausschuss des Senats und wird zu seiner Neunominierung praktisch seine Agenda ein bisschen erklären. Dienstag 16 Uhr ist die Rede. Davor dürfte dann schon der Redetext von Jerome Powell veröffentlicht werden. Dann nach 16 Uhr kommen dann irgendwie die Fragen der Senatsmitglieder. Das ist meistens relativ langwierig. Sei es drum, jedenfalls Goldman Sachs, hier sehen Sie es unten, erwartet jetzt 4 Zinsanhebungen in 2022, beginnend mit März. Und wenn wir uns mal zurückerinnern an den August letzten Jahres, da hat man so gedacht, naja, so Mitte 2023 könnte die erste Zinsanhebung sein. Also wie schnell sich das nach vorne gezogen hat, diese Zinsanhebungen, eben jetzt durch diese veränderte Haltung der Fed. Und die Fed ist weit hinter der Kurve, das zeigt diese Grafik hier. Hier sehen wir mal, wenn die Arbeitslosenquote 3,9% war, so wie sie derzeit jetzt anhand der frischen Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag gesehen hatten, ausgefallen ist, dann wollen wir uns mal anschauen, wie historisch die Zinsen waren und die realen Renditen und die Inflationsraten. Und wir sehen, wir haben jetzt eine Inflationsrate von 6,8%, reale Renditen von minus 6,72%. Das hat es nie auch nur annähernd gegeben in der Geschichte. Wir hatten einmal hier zum Beispiel im April 2018 minus 0,77, dann Juli 2018 minus 1,04 Realrendite, also die praktisch Real Fed Funds, also praktisch die Zinsen minus Inflation, der Realzins, genauer gesagt nicht die Realrendite, sondern der Realzins, so muss es heißen. Also das ist extrem und die Fed ist so spät, so weit hinter der Kurve, dass sie eben jetzt beschleunigen muss mit der Straffung ihrer Geldpolitik oder eben auf die Bremse treten muss, wie auch immer man es sieht. Und jetzt haben wir ja, wie gesagt, morgen Jerome Powell, der aussagen wird vor dem Senat. Wird er jetzt schon umschwenken, weil ein bisschen was passiert ist? An den Märkten halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil schlichtweg noch gar nichts passiert ist an den Märkten. Zumindest was die Indizes betrifft. Aber es ist was passiert bei der Rendite. Hier sehen wir die 10-jährige US-Rendite, die ja erstmal ausgebrochen ist. Wir sind jetzt ziemlich genau am 200-Tages-Durchschnitt. Also jetzt wird es spannend. Wir haben grundsätzlich das Problem, oder die Anleihenmärkte haben das Problem, dass jetzt wahnsinnig viel Angebot auf den Markt kommt, vor allem sogenannte IG Issuance, also praktisch Investment Grade Bonds, die eine gute Unternehmensanleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Warum bringen die jetzt alle wie wild nochmal schnell Anleihen auf den Markt, nehmen frisches Geld auf, weil sie sich eben sagen, oh, die Zinswende kommt, jetzt nochmal schnell zu diesen Konditionen Geld aufnehmen, dementsprechend steigen auch dort die Renditen, dementsprechend gibt es immer mehr Angebot im Anleihensektor und da haben dann die Investoren eben die Auswahl und verlangen dann eben auch höhere Renditen, zumal eben auch der amerikanische Staat jetzt in den letzten zwei Monaten 462 Milliarden an Treasury Bonds auf den Markt gebracht hat. Und dadurch, dass die Fed ja jetzt schon tapert, also weniger Anleihen kauft, werden jetzt nur noch 26% dieser Neuverschuldung direkt durch die Fed gekauft. Davor war es das Doppelte, nämlich um und bei 50 bis 52%. Also es braucht eben neue Käufer für diese Anleihen, nachdem die Fed jetzt sich zurücknimmt. Und das treibt dann automatisch die Renditen mit nach oben. Und so sehen wir etwa am US-Anleihenmarkt jetzt das 8 schlechteste
Ja, bisher für eben diese Anleihen. Da ist also durchaus was passiert. Wir sehen steigende Renditen auf breiter Front, nicht nur in den USA, sondern auch etwa hier in Deutschland. Die 10-jährige deutsche Bundesanleihe war schon mal kurz positiv. 3 Jahre lang war diese Rendite negativ, ist jetzt dabei, positiv zu werden. Und das hat Konsequenzen dann auch etwa für den Immobilienmarkt in Deutschland, weil die Immobilienkredite gekoppelt sind an eben zum Beispiel diese Bundesanleihe. Und wir sehen jetzt eine Reaktion auch an den Märkten, etwa Large Cap Index minus Equal Weight Index im S&P 500, also praktisch diese marktgewichteten, der marktgewichtete S&P 500 gegen den Equal Weight, wo alle Aktien gleichgewichtet sind. Wir sehen, da geht es nach unten, während gleichzeitig hier lila im Chart die Rendite für die 10-jährige US-Anleihe steigt. Da scheint es also einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Anstieg der Renditen und eben dieser Outperformance dieser Large Caps, die dann den Index mit nach oben ziehen. Wir sehen dann am Immobilienmarkt in den USA schon deutliche Konsequenzen. Massiver Spike nach oben bei den sogenannten 30-jährigen Mortgage Rates, also praktisch bei den Hypothekenzinsen. Da muss man jetzt deutlich über 3% zahlen. Da ist im Grunde in den letzten Monaten kaum etwas passiert und jetzt, bums, geht es nach oben. Also die Kredite werden teurer, weil die Banken sich da natürlich absichern müssen angesichts der gestiegenen Renditen. Wer ist der große Profiteur? Der Finanzsektor bisher. XLF, das ETF, das diesen Sektor abbildet im S&P 500 mit einer massiven Bewegung nach oben, jetzt schon ein bisschen überkauft. Und bedenken wir, jetzt am Ende der Woche beginnt die Berichtssaison in den USA mit eben den Finanzwerten, mit den JP Morgans, Goldman Sachs und wie sie alle heißen, Citigroup, kommen dann dagegen weniger schick die ganze Situation für die Tech-Werte. Der Nasdaq 100 jetzt in der letzten Woche 4,5% gefallen, schlechteste Woche seit Februar 2021, also fast seit einem Jahr. Insgesamt der schlechteste Jahresstart des Nasdaq seit dem Jahr 2000. Also wir sehen, da hat sich etwas verändert. Und wenn wir uns mal die einzelnen Aktien, die Dickfische anschauen, etwa hier eine Google, negative Divergenz oben im RSI. Wir sehen unten, das Momentum nimmt ab. Wir sehen, dass das so ein bisschen rüberkippt. Da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber wir sehen, dass die letzte Woche doch eine ziemlich rote Kerze generiert hat. Ähnliches Muster bei Microsoft, negative Divergenz oben im RSI, unten nachlassendes Momentum. Gleichzeitig eben jetzt die erste große rote Kerze. Apple steht noch mit am besten da, hat nochmal versucht, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Aber auch hier negative Divergenz oben im RSI und Kerzen, die so ein bisschen eine Umkehrformation andeuten. Mal schauen, wie es kommt. Aber jedenfalls ist auch dieses Chartbild schon ein bisschen schwieriger geworden. Und all das verdeutlicht das Problem an der Geschichte. Diese FAMG-Stocks, also die ganz großen Player hier im Tech-Bereich in den USA, die bringen 10,1 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung auf die Waage. Wäre das ein Land, dann wäre das in BIP gesprochen, in GDP gesprochen, das drittgrößte nach den Vereinigten Staaten mit knapp 23, China knapp 17, dann eben diese 10,1. Das ist in etwa das Dreifache des deutschen BIPs. Kann man schlecht vergleichen, weiß ich, aber einfach um mal die Dimension hier auf den Punkt zu bringen. Schauen wir uns mal die Performance an der verschiedenen Sektoren, um zu sehen, wo geht jetzt das Geld eigentlich hin. Wir sehen, Energy ist gesucht, dann die Finanzwerte, Industrials, Consumer Staples und ganz am Ende Information Technology, also Tech und vor allem Real Estate. Wir sehen also, dass der Immobiliensektor in den USA ein Problem bekommt. Die Homebuilder-Aktien sind schlecht drauf. Denn das dürfte auch die Wende am US-Immobilienmarkt sein, der ja in eine Blase gelaufen ist, sondergleichen. Also da geben sich interessante Perspektiven und wir sehen hier mal Value to Growth im S&P 500 in den letzten Jahren. Es ging ständig nach unten für Value in Relation zu Growth. Jetzt sehen wir eine Gegenbewegung. Wie weit die jetzt gehen wird, ist die Frage. Jedenfalls haben die Hedgefonds schon ihre Value Exposure so stark hochgefahren wie seit 4 Jahren nicht mehr. Vielleicht schon eine Kontraindikation, dass kurzfristig jetzt mal was in die Gegenrichtung geht. Wir werden sehen. Jedenfalls spielt man das an den Märkten. Und das Problem für eben die Indizes, die ja super gelaufen sind, obwohl viele, viele Aktien schon massiv auf die Mütze bekommen haben, ist, dass dieser Informations-
Technology-Sektor 27,6% im S&P ausmacht, damit mit Abstand der wichtigste Sektor ist. Das heißt, wenn die Dickfische ein bisschen auf die Mütze kriegen, dann können alle anderen Aktien steigen. Es wird kaum etwas helfen, weil die Gewichtung eben dieser Tech-Aktien so stark ist. Insgesamt die globalen Aktienmärkte jetzt 1,8 Billionen Dollar verloren in der letzten Woche. Jetzt ist man immer noch bei 141% zum globalen BIP. Alles über 100 ist Blase, hatte einst Warren Buffett gesagt. Warren Buffett Indikator. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gerade so richtig spielisch sind, könnte man sagen. Es ist nach wie vor eine sehr, sehr hohe Bewertung, zumal ja nicht nur die Fed diese hockische Wende vollzogen hat, sondern eben auch andere Notenbanken. Kommen wir, meine Damen und Herren, jetzt noch zu einem anderen Geschehen, nämlich in China ist die Omikron-lose Zeit vorbei. Erstes Auftreten von Omikron in Tianjin, nicht weit von Peking entfernt. Gateway City to Peking wird hier formuliert. Und das ist jetzt natürlich ein Riesenproblem angesichts der Tatsache, dass jetzt Anfang Februar ja die Olympischen Winterspiele in Peking stattfinden sollen. Jetzt hat Tianjin 20 neue Fälle, Omikron-Fälle, hat erstmal jeden Reiseverkehr hier eingestellt. Also das wird jetzt ein Riesenthema. Das ist nach meiner Auffassung eine der ganz großen Risiken, ist, dass aufgrund der No-Covid-Politik von China vieles zugemacht wird, praktisch ganze Städte quarantiniert werden, damit die Lieferengpässe, Materialmangel etc. sich weiter verschärft. Wir sehen auch im Immobiliensektor in China jetzt der chinesische Immobilienentwickler Shimao, der versucht jetzt alle seine Properties, seine Projekte zu verkaufen, um irgendwie an Liquidität zu kommen, um die Insolvenz vermeiden zu können. Also es ist nicht nur Evergrande, Evergrande ist die Spitze des Eisbergs. Und jetzt dämmert auch hier nach Europa kommend der EZB in Gestalt von Isabella Schnabelena, dass diese Energiekosten, die durch die Decke schießen, natürlich ein Riesenproblem sind und die Haltung der EZB verändern können, wie sie jetzt gesagt hat gegenüber der Financial Times. Rising energy prices may require a departure from a looking through policy, also dieses auf Sicht fahren, aber die EZB hat gar keine Möglichkeit mehr auf Sicht zu fahren, weil die Amerikaner es umsteuern. Und wenn ein solcher Tanker umsteuert, dann kann die EZB nicht sagen, das interessiert uns nicht, zumal eben diese Energiekosten bei den Verbrauchern erst so richtig in diesem Jahr ankommen werden, also in 2022. Hier ein Artikel: Energiewende in Gefahr, das neue Schreckgespenst heißt Greenflation. Das wird ein sehr teurer Prozess werden, diese grüne Wende. Das wird sehr, sehr viel Geld kosten, die Verbraucher sehr, sehr viel Geld kosten. Man muss es halt den Leuten auch nur sagen. Profiteure da sind in Sachen Rohstoffe Kupfer, Platin und Lithium. Und abschließend noch hier eine frische Statistik vom IFO-Institut. Hier sagen 14% der deutschen Unternehmen, sie sind in ihrer Existenz bedroht. Das ist jetzt kein großer Unterschied zum Juli. Also es bleibt letztendlich etwa jedes siebte Unternehmen sieht akut seine Existenz bedroht. Vor allem natürlich Restaurants, Beherbergung, Veranstaltungsbereiche, also diejenigen, die praktisch davon profitiert haben, dass die Leute gerne auf irgendwelche Veranstaltungen gegangen sind, gereist sind etc. Fußball, Sie wissen, was ich meine. Das sind die gefährdetsten Bereiche, da dürften wir weitere Insolvenzen sehen. Und jetzt abschließend nochmal sehen wir, dass, wenn wir zu den Märkten kommen, dass Gold vor einer Entscheidung steht. Hier sehen wir, dass sich dieses ein ganzes Chart-Szenario ein bisschen verengt. Entweder wir sehen einen Ausbruch nach oben oder nach unten und der könnte heftig sein. Und welcher Ausbruch wahrscheinlicher ist, das könnte Ihnen Rüdiger Born erklären in einem Video. Gold und Silber, da zeigt er Beweggründe für die Bewegungen und am Chart, was da los ist, welche Bewegung er für wahrscheinlich hält, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Wünsche jetzt das Allerbeste. Heute wird ein Tag, der vielleicht so ein bisschen hin und her schwurbel ist. Dann morgen auf Powell werden die Märkte reagieren und natürlich dann auf die Inflationsdaten am Mittwoch, die eine 7 vor dem Komma haben könnten. Wir werden sehen. Jetzt das Allerbeste. Servus und ciao.